Moin, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Heute soll es um diesen Akkuschrauber gehen, unter anderem. Den kennen wahrscheinlich alle von euch und wahrscheinlich hat auch die Hälfte den Akkuschrauber hier von euch zu Hause in der Werkstatt oder im privaten Gebrauch oder auf der Arbeit. Den habe ich jetzt gut 5 Jahre mit dem 10,8 Volt Akku und mit der Zeit haben sich so einige Tools angesammelt und die möchte ich mit dir Stück für Stück durchgehen und dir meine Erfahrungen mitteilen, ob du die kaufen sollst oder nicht. Ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Vorab, wenn dir dieses Video gefällt, wenn du Bock auf dieses Video hast, besser gesagt auf diese Werkzeuge hier, dann lass dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben. Es haben sich so einige Werkzeuge angesammelt mit der Zeit und ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Sachen an, die ich mir zuerst zugelegt habe. Ich habe jetzt den Fokus einfach nur auf den Tisch gelegt, weil mein Gesicht tut hier wenig zur Sache. Ich kann euch sagen, es gibt Werkzeug, was ich viel benutze, Werkzeug, was ich weniger benutze, aber eigentlich sind das so die Tools, die ich am meisten verwende hier. Fangen wir einfach mal an mit den Tools, die ich mir als allererstes zugelegt habe und die habe ich mir damals, das sind nämlich hier diese zwei Akkuschrauber hier, wie ihr sehen könnt, sind die auch schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden, also ich habe, oder mit der Zeit, wenn ich die Geräte so 1, 2, 3 Jahre habe, dann haben sie für mich schon ihren Zweck erfüllt und dann nutze ich die auch manchmal anders, als beispielsweise ein Loch zu schrauben oder eine Schraube reinzuschrauben, sondern nutze sie auch ganz gerne mal als Hammer. Und das habe ich in der Tat mit den beiden schon getan. Die haben auch schon ordentlich gequalmt, denn hier ist ein bisschen Staub mal reingekommen und dann ging es los, da haben sie gequalmt. Ich dachte erst, oh Gott, die sind kaputt. Nein, die haben wirklich viele Sachen mitgemacht, unzählige Stürze, viele, viele Schrauben reingeschraubt. Und warum habe ich zwei? Ganz klar, einen zum Schrauben, einen zum Bohren oder beide zum Schrauben. Es ist viel, viel einfacher, anstatt immer das ganze lästige Umspannen von diesen Geräten. Damals, also seit 2015, gibt es diese Serie. Da gab es die, glaube ich, noch mit 10,8 Volt. Mittlerweile sind daraus 12 Volt geworden. Das Ganze ist kompatibel, sprich, ihr könnt den Akku rausnehmen und beispielsweise jetzt hier in diese Lampe hineinstecken. Genau, Kostenfaktor für diese Geräte, ich kann es euch jetzt das Ganze nicht so genau sagen. Ich hatte letztens ein Video gemacht über diese, über diese Kantenfräse hier. Das verlinke ich dir hier oben. Kannst du mal reinschauen, da habe ich das Ganze getestet mit der Kantenfräse von Bosch Grün. Und da habe ich jetzt Preise genannt und die sind aktuell aufgrund der Wirtschaftslage nicht mehr so wirklich aktuell. Deswegen, wenn du irgendwie Interesse hast an so einem Gerät, ich werde dir einfach mal die günstigsten Preise raussuchen aus dem Netz und unten verlinken. Diese beiden kleinen hier habe ich mir damals, glaube ich, gekauft über eBay Kleinanzeigen, Stück 80 Euro. Und so liegt es, glaube ich, auch jetzt im Netz. Ohne Akku kriegst du die auch für 80 Euro. Gibt es natürlich jetzt in unzählige Varianten, beispielsweise als Drehmoment oder als Schlagschrauber. Ich weiß es nicht, also es gibt unterschiedliche Schrauber von denen. Kann ich jedem empfehlen, für die Werkstatt vollkommen ausreichend. Natürlich für den Bau sind 12 Volt grenzwertig. 2 Ampere, damit kriegt ihr nicht wirklich was geschraubt, aber für die Werkstatt, für den Handwerker, mal was reparieren, mal eine Schraube reinziehen, sind die wirklich unschlagbar und vor allem sehr, sehr leicht und es gibt sogar so einen Umschnaller bzw. so eine kleine Tragetasche für den Gürtel, also ja. Verwende ich zwar jetzt nicht, aber auf dem Bau, wenn du auf dem Gerüst bist, ist es, glaube ich, richtig, richtig cool. Eine richtig, richtig coole Sache. Zu den zwei. Und dann gab es auf Amazon Black Friday irgendwie und deswegen habe ich mir auch dann mehrere Produkte gekauft. Unter anderem den Exzenterschleifer, diese Lampe hier, davon habe ich zwei. Eine klebt zu Hause an der Abzugshaube, denn hinten hast du ein Magnet dran. Kommen wir gleich nochmal. Und dann hatte ich mir noch zugelegt hier diese Kantenfräse. Wie gesagt, habe ich schon ganz genau vorgestellt. Das Video findest du auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Ja, und das nächste Produkt war dann dieser Exzenterschleifer hier. 125 mm vom Durchmesser her. Kannst du halt von den Stufen einstellen, von 1 bis 6. Jedes Gerät hat meiner Meinung nach auch eine Akkuanzeige, bis auf diese Strahler hier. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht,
Also dieses Teil hat mich hier wirklich vom Hocker gehauen. Ich habe zu Hause damit geschliffen. Es ist total leicht, es ist total handlich und es macht richtig Spaß. Also der Knopf, der ist super einfach zu bedienen und damit kannst du wirklich Kilometer schleifen. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Staubsack hier integriert. Den kannst du abschrauben. Und ihr seht, der ist auch schon richtig voll. Also ich habe damit schon richtig, richtig viel geschliffen. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Dieses Teil hier ist wirklich jetzt nicht umschlagbar. Es gibt wahrscheinlich netzgetriebene Teile, die sind noch besser oder von der Leistung her. Aber ihr werdet wirklich überrascht sein, wenn ihr dieses Teil hier ausprobiert. Als nächstes ganz kurz angesprochen die Kantenfräse hier. Die einen lieben es, die anderen nicht so, beziehungsweise ich bin so ein Typ davon. Ich finde eigentlich die Bosch Grün besser, aber darum soll es heute nicht gehen. Preis natürlich so um die 100 bis 130 Euro. Kann natürlich sein, dass der Preis jetzt wieder hochgegangen ist. Ist natürlich eine Kantenfräse, habe ich mir sagen lassen. Also man soll sie nicht verwechseln mit einer Oberfräse. Kantenfräsen, das tut sie auf jeden Fall. Man hält sie jetzt hier fest. Die Hand ist hier drinne und dann kann man zack, zack, schön Kanten fräsen. Sprich, die Spindel sitzt nicht mittig, sondern außen, dass wir hier einen schönen großen Auflagertisch haben. Die Drehzahl kann man jetzt hier nicht regulieren. Dafür habt ihr aber eine richtig tolle Arretierung hier. Diesen Ring müsst ihr einfach rausziehen. Dann macht es klack, zack und dann ist das Ganze fest. Und ihr könnt das Ganze mit einem 17er Schlüssel lösen. Feineinstellung ist hier auch richtig toll gelöst. Ihr habt hier ein Rädchen zur Feineinstellung, hier einen Druckknopf, da könnt ihr die Höhe mit regulieren. Und das Rädchen könnt ihr nochmal in der Hand der Schraube blockieren. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wie gesagt, keine Oberfräse, sondern eine Kantenfräse. Und das Ganze wird auch bei mir in der Werkstatt bleiben, denn das Ganze ist ganz, ganz schnell griffbereit und damit kannst du ganz schnell Kanten fräsen oder fasen. Ist auch ein Tool, was ich jedem empfehlen kann. Aber ja, man muss halt Abstriche machen. Also wenn ich jetzt auf der Baustelle bin, da verwende ich ganz gerne die Power for All Allianz, auch von Bosch. Und die gibt es halt in verschiedenen Ampere. Und ja, dann nehme ich gerne diese Fräse, die habe ich mir jetzt auch neu zugelegt. Darüber gibt es auch ein extra Video. Da vergleiche ich beide Fräsen mal miteinander. Aber habe ich, glaube ich, jetzt schon dreimal erwähnt. Als nächstes Tool kommt dieses Radio. Das habe ich lange, lange gesucht. Ich hatte, das war die Zeit, da habe ich ein Terrassendach aufgebaut. Videos findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ein riesengroßes, 5 x 5,5 Meter. Und auf dem Bau oder dort im Garten war es halt natürlich ein bisschen langweilig auf Dauer. Und so ein Radio darf natürlich nicht fehlen auf dem Bau. Und da habe ich mir überlegt, ich möchte ein Radio haben, Akku betrieben. Und dann habe ich halt die 18-Volt-Variante Power for All gesucht. Gab es zu diesem Zeitpunkt nicht, besser gesagt, sie war ausverkauft. Diese Variante hier war auch ausverkauft, ärgerlicherweise. Aber ich habe dann ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen rumgestöbert und habe dann dieses Radio samt L-Box gefunden. Und ja, kurzerhand habe ich mir das Ganze gekauft. Ich weiß nicht, was ich dafür ausgegeben habe. Ich glaube 140 Euro. Ich weiß es nicht, mir war es aber wert. Und ich bereue es bis heute nicht. Ihr habt links und rechts zwei Tragegriffe, ist natürlich auch so ein bisschen Transportschutz. Unten kommt der Akku reingelegt. Und ihr habt eine Gummiantenne und habt dann hier ein kleines Display, was blau leuchtet. Und der Akku reicht ungefähr, wenn wir jetzt rechnen, ein Arbeitstag hat 9 Stunden für 2 Tage. Reicht der ganze Akku. Könnt ihr Radio hören. Ist natürlich, der eine oder andere hat gesagt, ey, bisschen doof, weil ich beispielsweise kein Bluetooth habe oder ich kann mein Handy oder sowas nicht anstecken. Aber ich bin halt noch ein Typ von einer älteren Generation. Ich mache halt einen Radiosender an und dann höre ich einfach. Wenn der Akku mal leer geht, habt ihr hinten auch ein Netzteil. Und finde ich total clever gelöst, auch mit einer Gummidichtung hier. Also das Ganze macht den Regen nichts aus und die Antenne ist auch toll geschützt, mit Gummi ummantelt und klappt dann hier ein. Das heißt, wenn das Ganze so ist und es fällt mal runter, dann passiert wirklich nichts. Ist wirklich mit den Akkuschraubern ein Highlight. Also ich mag das Gerät hier wirklich sehr. Als nächstes kommt dieser kleine Racker hier und zwar ist das eine Stichsäge. Auch wieder mit Akkuanzeige und wir haben auch hier eine LED-Beleuchtung, das heißt, habt ihr glaube ich gesehen, ne? Den Hub könnt ihr auch einstellen von 0 bis 2,
Stufenregulierung habt ihr, An- und Ausschalter, und hinten befindet sich der 12 Volt Akku. Warum habe ich mir das Ganze gekauft? Das war damals auch eine spontane Entscheidung, besser gesagt, ich habe mir das Ganze in einer L-Box gekauft plus Akku, weil ich wieder auf dem Bau war und ich hatte damals vergessen gehabt, mir das Ladegerät mitzunehmen. Und ich hatte damals auch eine Stichsäge gebraucht und dann dachte ich so, ja, schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe und hast dir dann diese tolle Stichsäge gekauft. Und ich muss sagen, ich habe auch die 18 Volt Version von Power for All. Und ich finde aber dieses kleine Teil hier, wie gesagt, Bosch möchte ja euch Werkzeug geben, also diese 12 Volt Generation oder dieses System soll sehr, sehr leicht und handlich sein. Und das ist die wirklich in der Tat. Also es hat wirklich Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Der Knopf, da kommst du super ran. Hier kannst du schön Druck ausüben. Echt eine richtig, richtig tolle Sache. Und hinten könnt ihr nochmal die Drehzahl regulieren. Ist auch eine richtig, also ich bin wirklich begeistert davon. Kann ich auch jedem empfehlen. Als nächstes habe ich eine richtig, richtig tolle Sache. Übrigens, letztens bei dem Video mit der Kantenfräse gab es ganz viele böse Kommentare von euch, beziehungsweise, das heißt böse, aber Hinweise, bitte, bitte, bitte Akku rausnehmen und irgendwie klemmt dieser hier. Boah, was ist denn das hier? So, geht ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, habt ihr das Problem auch? Manchmal gehen die ein bisschen schwer. Das mache ich nämlich jetzt auch, den Akku raus, denn wir haben hier eine Kreissäge und bevor irgendwas passiert, Akku raus. Könnt ihr natürlich 45 Grad neigen, wir haben zwei Verstellschrauben, der Tisch ist aus Aluminiumguss, genauso auch hier oben. Sieht aus wie so eine ganz kleine Tauchkreissäge und eher, ja, wie so ein bisschen wie ein Spielzeug, aber ist natürlich kein Spielzeug. Wie gesagt, ihr könnt die Neigung einstellen und auch die Tiefe. Und dann haben wir natürlich hier ein kleines Sägeblatt drin. Und das ist das für ein Blatt, das ist ein Wechselzahn, sprich mit vielen, vielen kleinen Zähnen. Also ihr könnt damit alles sägen, ob Plattenmaterialien, Vollholz, eine Symbole auftrennen. Das wird, glaube ich, jetzt knapp, aber so für Plattenmaterialien ist sie, glaube ich, unschlagbar. Genau. Und hinten haben wir den kleinen Schlüssel nochmal drin, um das Sägeblatt zu wechseln. Und dieses kleine Teil, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, mit Beleuchtung. Und jetzt werden wahrscheinlich viele von euch sagen, das ist Spielzeug und das brauche ich nicht. Aber ich kann euch des Besseren belehren. Denn wenn du eine Werkstatt hast und Plattenmaterialien kaufst, beispielsweise USB-Platten, große Multiplex-Platten, Spanplatten, Tischlerplatten und. Oder du mal im Baumarkt gehst und kaufst dir ein paar Latten und merkst, oh Gott, passt in mein Auto nicht rein, musst aber eine längere Strecke fahren, willst schnell fahren und willst hier nicht rausgucken lassen. Das Ding packt hier im Kofferraum, ist immer griffbereit oder in der Werkstatt, wenn du größere Platten zusägen möchtest, bevor du die auf deine GTS 10X10 packst oder irgendwie eine andere Tischkreissäge oder deine Tauchkreissäge rausholst und dann irgendwie alles aufbaust auf dem Boden und was runterlegst. Natürlich musst du hier auch was runterlegen, aber ist die ganz schnell griffbereit und dann ziehst du ein, zwei Schnitte und dann ist diese Platte grob geteilt und du kannst weitermachen. Ich finde dieses Teil richtig cool und das war auch der Grund, warum ich mir das Ganze gekauft habe. Kann ich auch nur empfehlen und wie gesagt, alle Produkte kriegst du so rund um die 100 Euro. Jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Wie gesagt, davon habe ich zwei Stück insgesamt, 12 Volt. Und die haben nur einen Schalter. Zack, es ist eine Leuchte. Und da haben wir 3, 5, 10 kleine LEDs eingearbeitet. Das Ganze kannst du auch hier aufschrauben. Ist schön geschützt mit einem Aluminium-Gussrahmen. Das Kunststoff ist hier eigentlich ganz, ganz wenig verbaut, nur hier hinten. Und wie gesagt, das Ganze ist mit magnetisch. Das heißt, kannst du im Kühlschrank klemmen. Eine Dunstabzugshaube haben wir das beispielsweise in der Wohnung. Immer griffbereit. Die Kinder wissen, wo die Lampe ist. Und hier hast du nochmal so ein Klemmsystem. Kannst du auch irgendwo einhaken am Gürtel oder irgendwie auf dem Gerüst. Und ist auch eine richtig, richtig tolle Sache. So Akkulaufzeit kannst du so 2-3 Stunden sagen ungefähr. Und was ich jetzt schade finde bei diesem Gerät hier, dass man halt die Helligkeit nicht dimmen kann. Ne? Aber ansonsten habe ich davon zwei Stück. Wie gesagt, einen in der Werkstatt brauche ich recht wenig. Ich brauche die halt eher zu Hause. Und da ich die 12 Volt Variante habe und die klein und praktisch sind, und sehr, sehr leicht, habe ich mir davon auch gleich zwei Stück gekauft. Es gibt das auch in Taschenlampenform, aber wie gesagt, ich habe jetzt davon zwei Stück.
Das reicht mir. So, und das waren jetzt meine 12-Volt-Geräte, die ich habe. Ich liebäugel noch so ein bisschen mit drei Maschinen, besser gesagt mit zwei. Meiner Meinung nach aber sind die, ja, sind eine kleine Fehlkonstruktion. Einmal den kleinen Winkelschleifer und den Einhandhobel. Es gibt so einen kleinen E-Hobel, der liegt um die 300 Euro oder ja, so um den Dreh. Und den kleinen Winkelschleifer. Und das sind meiner Meinung nach, deswegen habe ich mir sie noch nicht gekauft. Vielleicht könnt ihr mich des Besseren belehren. Das ist meiner Meinung nach irgendwie so Fehlkonstruktionen, die man nicht braucht. Ich zeige jetzt meine drei Sachen, die ich absolut liebe. Und zwar, oder sagen wir mal vier. Und zwar ist das natürlich der Akkuschrauber. Der darf in keiner Werkstatt fehlen, beziehungsweise bei mir nicht. Dann das Radio ist ein richtig, richtig geiles Teil. Möchte ich nicht missen. Die Stichsäge. Ich hätte nie gedacht, dass das Sägen oder das Arbeiten mit der Stichsäge so viel Spaß macht. Und die möchte ich jetzt auch nicht mehr missen in meiner Werkstatt. Und was am meisten Spaß macht, ist diese Exzenterschleife hier. Ein richtig, richtig geiles Teil. Und ja, vielleicht hast du den auch zu Hause, vielleicht kannst du es hier bestätigen, würde mich darüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann bitte ich dich um einen Handwerker-Daumen nach oben. Wenn du mehr über die Sachen wissen möchtest, technischer Inhalt, dann check mal unten die Videobeschreibung, da werde ich dir ein paar Sachen verlinken. Und wie gesagt, reine weg, das ging hier um meine Erfahrung, mein Wissen, was ich dir mitgeben kann. Und bis jetzt, es gab nicht wirklich viel auszusetzen. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.